Willkommen am Galdin Kai. Wollen wir hier übernachten? Mir ist natürlich auch das Zelt recht. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Bin ich voll. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte. Na, habt ihr schon gepackt? Kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Und dann speist er uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Vielleicht macht er ja mehr für uns. Klar, wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind es handgemachte Einzelstücke. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Aber willkommen zurück. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Wünsche gutes Gelingen. Bitte riskieren Sie nicht zu viel. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Oh. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Bald klingelt die Kasse, Leute. Die Jagdsaison ist eröffnet. Da wären wir also. Hasta la vista. Das gibt genau die richtige Trainingseinheit für dich ab, Prompto. Schon, solange ich dabei nicht abkratze. Das ist kein Spiel mehr, Nacht. Das weiß ich. Das riecht. Ärger.
Das sieht nicht gut aus für uns. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Ignis, halt mal an. Verstanden. Also los, Bewegung. Willkommen. Hungrig vom Jagen? Ist etwas für euch dabei? Waldmanns Heil. Wir zählen auf euch. Wir haben richtig was aus dem Ort hier gemacht.
Schatten des Lichts. War das nicht eins deiner Lieblingsspiele? Bist du okay? Ja, ich komm klar. Ignis! Mit Vergnügen! Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Augen auf! War keine Absicht. Willkommen! Willkommen zurück!
Was darf sein? Alle schwere Brocken. Vielen Dank. Nichts überstürzen. Alles okay? Brauchst du eine Pause? Geht schon. Komm schon. Zeit für eine Pause.
Thank you.
Hallo auch. Ein Zimmer wäre frei. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Gutes Foto. Gutes Foto. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Wie weit wollen wir noch? Das entscheiden wir unterwegs. Bald klingelt die Kasse, Leute! Scheint, als wären wir fertig geworden. Verzeihung. Hey, alles klar bei dir? Ich komm klar. Yeah!
Ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Willkommen! Alles noch dran? Thank you.
Stets zu Diensten. Ist etwas für euch dabei? Seid vorsichtig. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du... Ja, dann halt nicht. Echt toll, die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt, du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Willkommen am Galdin Kai. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus. Wer hätte gedacht, dass... Na, habt ihr schon gepackt? Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Gutes Timing, Prompto. Oh, Noct. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein.
Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier